jedes dieser T-Shirts kommuniziert eine Geschichte. Und ich habe natürlich ganz besonders nach interessanten Geschichten gesucht, die darüber kommen. Ich mag sie alle sechs sehr gerne. Sie waren auch in meiner Auswahl de facto. Was ich sehr cool finde, ist das mit den Lippen und das mit dem Hund. Finde ich sehr cool. Wahnsinn, auf jeden Fall, dass so eigengemachte Sachen quasi irgendwo in einem Laden liegen, die jeder kaufen kann. Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, ich finde, die Sachen sind auch richtig gut geworden. Also man sieht die ja nur auf PC, sieht es ja mal ganz anders aus, wenn man die dann auch gedruckt sieht. Und ich finde, die sind echt richtig schön geworden und auch echt cool, dass man quasi sein eigenes T-Shirt im Laden hängen sieht. Also das gefällt mir schon ziemlich. Es ist schwer wirklich auszumachen, welches T-Shirt mir von den sechs jetzt hier wirklich am besten gefällt, weil sie alle für sich auch definitiv hat und wir es auch verdient haben, so weit zu kommen, ohne dass ich jetzt die anderen gesehen habe. Es sind alles für sich sehr gute T-Shirts. Da waren ja ganz, ganz tolle Einsendungen und man hat auch gespürt, dass es ganz verschiedene Einsendungen waren, nämlich von ganz jungen Startern, die trotzdem so intuitiv die richtige Sprache gefunden haben, bis zu schon fast ganz professionellen Arbeiten. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel jetzt mal das T-Shirt mal anschauen, diesen Gentleman, den ich sehr gelungen finde. Wenn wir jetzt mal jetzt davon ausgehen würden, das wäre jetzt einfach nur ein Foto, wäre ich da glaube ich nicht so ein großer Fan von. Aber das sind so diese kleinen Details, zum Beispiel hier, dass der Rahmen so ein bisschen so sich so überschneidet, so dass man wirklich nicht weiß, wo hat man das jetzt auch wirklich angesetzt. Also das macht es dann wieder so ein bisschen so einzigartiger oder ein bisschen aufwendiger, scheint es nur. Wahrscheinlich ist die Technik super einfach, aber zumindest hat man nicht das Gefühl, als wäre es zu einfach. Und diese Illusion zu erschaffen, darum geht es ja auch bei Mode. Ich kann das noch nicht realisieren, ehrlich gesagt. Ne? Also, aber ziemlich geil. Vor allem, dass auch so viele Mädels das hier tragen. Ziemlich geil, das motiviert mich auf jeden Fall. Ich habe dieses Foto gesehen, was hier so abgeschnitten ist und mit der Zunge und so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Auch, dass die Lippen nur rot sind, der Rest schwarz-weiß, hat mich als erstes angesprochen. Bei den Schriften muss man erstmal lesen, genauer hingucken, aber hat auch was. Also die Aussage finde ich ganz gut.